Hallo, 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 weiter geht's mit Resident Evil. Willkommen dazu, ich bin der Lars und ich grüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Part hier auf meinem wunderbaren Kanal. Beim letzten Mal haben wir unsere ganzen Ressourcen einfach rausgeballert. Warum? Weil wir es einfach können. Easy Snack, wir haben nichts mehr. Wir sind einfach nur Ripperino, SG ist mal gar nichts mehr hier am Start. Kurz nach an die Kiste. Ich hätte einfach durchrennen sollen, ich hätte neu laden sollen. Eins von beiden, ich weiß es nicht, aber ich habe gefailt. Ich war scheiße, weil ich scheiße bin, muss ich jetzt mit den Konsequenzen natürlich leben. So. Das war echt nicht so gut. Ich habe nicht mehr was zum Heilen mehr. Ich habe gar nichts mehr. Ich habe einfach gar nichts mehr. Was soll denn dieser Scheiß? Ich kann mal hier ein Heal herstellen. Das passt auf jeden Fall. Was brauchen wir dafür? Wir können sogar groß Heal. Was ist das? Starke Erste-Hilfe-Arznei, okay? Ein starkes Heilmittel stellt die Gesundheit vollständig wieder. Ja, brauche ich eh nicht. Ich werde eh nie getroffen. So, flüssige Chemikalien. Ich hätte gerne noch einmal mehr. Also, ich habe doch noch mal. Ach, mir fehlt ein Kraut. Mir fehlt ein Kraut zum Rauch. Geil, Scheiße. Hier kommt hier ein Kraut raus. Nehmen wir. Kraut raus, dann läuft das. Dann läuft die Kiste auf jeden Fall. Ja, es ist halt wieder Real Madrid, der Ressourcenmangel in diesem wunderbaren Game. Er ist halt immer da. Was machen wir sonst? Wir müssen erstmal kurz abchecken. Also, wir müssen mal, wie viel Flintenrotze haben wir? Können wir die Flinte rauspacken? Hier, Flintenmuni 20. Das ist natürlich schon mal gar nicht mal so schlecht. Flintenattrappe. Ich glaube, ich nehme die Flinte mit. Dafür nehme ich dann den Scheiß hier nicht mehr mit. Tschüss. Genau wie das. Tschüss. Dann nehmen wir die Flinte mit dir. Flintenparty am Stissel, Meisel, Chisel, genau wie Flintenmuni 20. Das ist akzeptabel. Was ist das? Noch mehr Flintenmunition. Und das ist noch 44er Mag, alles klar. Kann ich noch ein bisschen herstellen von 44er Mag oder allgemein Munition? Hier brauchen wir flüssig und starkflüssig. Entweder flüssig oder starkflüssig. Halt, stopp, was ist das? Das ist 44er Mag. Großkalibrige Munition zur Verwendung mit der 44er Mag. Was ist das? Was habe ich denn hier? Ich habe die gar nicht, die 44er Mag. Ich habe die G17. Ich habe doch eine G17. Das heißt, kriegen wir bald eine neue Waffe? Kriegen wir bald eine neue Waffe? Dann kann ich hier die großkalibrige hier, Flintlein hier. Das kann ja weg dann eigentlich. Haben wir eh keine Waffe für. Die Kurbel, I don't know. Das kann auch erstmal weg hier. Wir haben ja keinen Flammenwerfer dabei. Das ist zum Heilen. Das passt. Was war das nochmal? Genau, die Sinneschärfe, wodurch Objekte einfacher aufzuspüren sind. Asla kann auch weg. Die Kugel werde ich erstmal auch wegtun. Brauchen wir scheinbar nicht. Schießpulver, okay. Schießpulver plus. Ich möchte gerne ein- oder zweimal gerne noch Flinten, nicht Flinten, sondern normale Muni herstellen. Wie viel haben wir denn? Flüssige. Wir haben zweimal gelb, deswegen machen wir. Und noch einmal, noch ein gelber. Hier, noch ein gelber rausgewichst hier als Lächeln. Gelb, gelb, gelb. Und noch einmal bitte. Wo ist es denn? Habe ich noch Schießpulver? Gefäckte Pistole dein? Ja, so langsam haben wir sehr viele Ressourcen. Haben wir kein Schießpulver mehr? Mit meinem Ballon. Wir haben einen richtig geilen Ballon. Bin ich blöd? Fest, wir haben keinen Schießpulver mehr, Asla. Wir haben kein Schießpulver mehr. Das heißt, das kann weg. Das kann weg, das kann auch weg. Und einmal Schießpulver benutzen wir. Okay. Machen wir es halt so. Einmal können wir noch herstellen den ganzen Weg. Dankeschön dafür. Einmal kurz nachladen. Die Kiste hier rumgeswitcht, nachgeladen. Geiles Ding. Kurz die Schrot. Die Schrot ist gar nicht drauf. Doch auf 3. Da ist die Schrot. Kurz nachladen die Kiste. Jetzt sind wir wieder ready to rumble, meine Damen und Herren. Kurz alles hier organisiert. Einmal kurz abspeichern, auch schon maximale hier abgesaved, die Rotze. Und jetzt läuft der Hase. Und zwar richtig knusprig, richtig lecker und richtig geil, Leute. Jetzt geht's los. Let's go! Erstmal schon das kaputt klappen! Ja, hier, was jetzt hängt hier? Eine Schwimmweste? Ne, ist keine Schwimmweste, ist eine normale Weste. Und sonst sieht alles gut aus. Ja, damit können wir arbeiten, das ist gut. Alles klar, Leute, wir sind bereit. Lasst uns mal gucken, wo der alte kleine Zipfelklatscher unsere Damen hingepackt hat. Das ist zu einfach. Das ist viel zu einfach. Ist sie noch besessen? Das ist die nächste Frage. Zoe? Zoe, ich... Nicht jetzt. Wir haben keine Zeit. Hast du beide Materialien? Das muss ich erst holen. Oh. Ich muss kurz die Materialien holen. Kleinen Moment. Entschuldigung, habe ich vergessen. Das war jetzt. Was geht hier so? Das war jetzt irgendwie zu einfach.
einfach instant. Sobald die Materialien... halt, stopp, hätte ich auch vorher mitnehmen sollen. Ja, noch weiter Organisation, Leute. Organisation, Organisation. Nein, nein. Puppenfinger, nein. D-Serie Kopf, ja. Und irgendwie Kinderkopf, was war das andere? Happy Birthday, Spielzeug, Flinte, Pistole, Spaltmittel, defekte, defekte Mia. Hier Mia, nein, wo ist denn das? Pillen, Festbrennen, D-Serie, haben da. Das sollte beides sein, oder? Oder haben wir nicht Quests irgendwie noch? Genau. Soll ich die 2x3 für Serum bringen? Alles klar, mach ich, Spiel. Bin dabei, Entschuldigung, hab ich. Ja, ich mach's doch schon, bleib doch ruhig, Spiel. Hier. Beeil dich, gib mir die Materialien fürs Serum. Ja, das sollte genug sein. Wenn wir es schnell genug herstellen. Mein Vater und Lukas sind nicht weit weg. Er kommt. Daddy kommt. Gut, wir haben genug für zwei. Daddy kommt? Daddy? Wer ist denn Daddy? Wenn wir das Serum hergestellt haben, was dann? Draußen ist ein Boot. Damit fahren wir durch den Sumpf. Aber keiner von uns beiden wird ohne Serum weit kommen. Hey, eins davon ist meins. Führ deinen Arsch zurück ins Haus. Auf dich kümmere ich mich später. Was ist das denn für ein Vieh? Ist das Daddy? Der ist irgendwie größer geworden und ekliger und was ist los mit dem? Es ist schlimm genug, dass meine Tochter weg ist. Holy shit! Holy shit! Das nervt langsam, Jack! Holy shit! Was soll ich jetzt machen? Wie geht jetzt ins Wasser? I don't know. Einfach hier rein, scheißegal. Kurz einmal rüber heilen. What the fuck is going on, man? Okay. Er macht komische, krasse Sachen. Okay, er hat uns damit getroffen, ich weiß nicht. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen muss, aber ich versuche mal irgendwas. Ich denke, in die Augen schießen ist ein guter Plan. Ist ein sehr guter Plan. Habe ich ihn geblockt? Weiß nicht, habe ich ihn geblockt? I don't know. Vielleicht hinten dieses eklige große Ding da schießen. Da ist ein großes Auge, was irgendwie immer aufbloppt. Seht ihr das? Vielleicht ist das der Plan? Ich hab keine Ahnung. Ich glaube, das funktioniert. Ich weiß es nicht. Ich habe ziemlich viel Schuss für die Schrot. Okay, er trifft mich damit, glaube ich, nicht. Ich denke doch mehr. Habe ich ihn jetzt was abgeschossen? Sah das nur so aus? Ich weiß nicht. Zumindest. Ist er jetzt da oben? What? Alles klar. OP-Shit. Das ist krank. Okay, nachladen. Ich glaube, in die Augen zu schießen ist ein guter Plan. Das ist das einzige sinnvolle gerade. Ich habe nichts zum Heilen, Leute. Hier unten ist noch irgendwelche Munition, scheißegal. Ich habe trotzdem nichts mehr zum Heilen. Okay, er macht wieder irgendeinen kranken Scheiß. Ich laufe natürlich weiter. Er hat mich, glaube ich, nicht getroffen. Sehr gut. Immer in Bewegung bleiben. Okay, das war gut. Ich glaube, ich muss alle Augen wegschießen. Kann das sein? Sehr gut. Ja, der... Er kassiert. Nein, hör auf mich zu treffen. Holy shit. Ich habe nichts mehr an AP. Ich kann mich auch nicht heilen, Leute. Ein Hit und ich werde eiskalt verrecken wie ein elendiges Stück Kot. Er geht wieder hoch. Kann ich oben seine Attacken abwehren? Kann ich nicht. Ich glaube, wenn er hochgeht, muss ich auch hochgehen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die Augen abschießen ist ein guter Plan. Die Frage ist, ob die Schrot dafür am besten geeignet ist. Obwohl ich da natürlich am meisten Muni habe.
Aber erst den Kopf. Der Kopf war weg. Der Kopf war ja instant weg. Ah, ist okay, Daddy. Komm zu Papa. Papa. Oh yeah. Komm zu Papa. Oh shit. Ich muss runter. Hier oben habe ich echt null Sicht. Da hielt gar nichts. Ich gehe runter. Und Lolis Messer, da habe ich. Ja, ist in Ordnung. Laber keine Scheiße. Das nervt langsam, Jack. Das nervt echt. Okay, weg. Das Wasser ist verbuggt. Ich sehe kein Wasser. Leute, ich sehe kein Wasser. Seht ihr Wasser? Ich sehe nichts. Okay, wir haben Bug gefunden. Buggy! Shit, shit, shit. Okay, weiter bewegen. Das ist voll doof, dass das Wasser jetzt einfach nicht da ist. Ich muss jetzt nachladen. Tschüss, ich muss nachladen, Junge. Hau rein, Bro. Hör auf! Okay, das war gut. Der hat einen kassiert. Muni am Start, sehr gut. Könnte ich mit der Waffe auf weiterer Range. Da haben wir mehr Range. Auf jeden Fall mehr Range, aber sowas von. Arznei, er geht hoch. Ich gehe jetzt auch hoch, weil jedes Mal, wenn er hochgeht, kann ich nichts ausweichen. Okay, er geht wieder. Was macht er jetzt? Er geht jetzt wieder runter. Okay, wir sind oben. Wir holen uns mal kurz die ganzen Sachen hier. Damit wir Ressourcen haben für den weiteren Kampf. Ja, sehr gut, sehr gut. Alles nehmen. Komm, Junge. Jawohl, das sieht gut aus, Leute. Das sieht gut aus. Ob das ein Fehler ist, hier oben zu sein? Ich weiß es nicht. Wir werden es trotzdem machen. Okay, es war scheinbar doch ein Fehler hochzugehen. Der kotzt er mich einfach an mit so einem Scheiß. Wo sind die Augen? Ich sehe nichts. Ist das die nächste Phase oder was geht hier ab? Okay, ich geh runter. Ja, wer hat nicht Hunger? Ich habe auch Hunger, mein Freund. Ich glaube, auf der Leiter bin ich safe. Das ist ein Safe Spot. Leiter ist Safe Spot. Und weiter nachladen. Ich habe 47 Schuss, das läuft auf jeden Fall. Immer noch alles buggy hier, aber scheißegal. LOL, jetzt haut er mich mit dem Scheiß. Oh, warum macht er das? Hat er vorher nicht gemacht. Okay, geht hoch. Ich gehe auch hoch. Boah, das war fies. Das war jetzt mega fies. Ich konnte nicht ausweichen. Da ist dein Auge. Oh Gott. Sehr gut, sehr gut. Das war... Hab ich noch was zum Heilen? Ich habe eins gefunden. Jawohl, sehr gut. Legst du kurz auf die Waffe mit. Habe ich mehr Range? Kotzt er wieder? Okay. Ich sehe nichts. Es brennt da unten. Warum brennt es? Ich habe nur 3 Schuss mit der. Er geht runter, okay. Wo ist dein letztes Auge da? Er hat noch zwei Augen am Start. Okay. Du bist jetzt keine Familie. Wo muss ich jetzt schießen? Holy shit. Leck mich. Warum soll ich die lecken? Ich will dich töten, Junge. Nicht lecken. Wo sind deine scheiß Augen? Da. Shit. Ich muss nachladen. Shit, Mann. Komm, nachladen. Junge, nach die Kiste. Okay, das Auge ist auch weg scheinbar. Kommt nicht gleich wieder der...
Da, ich hab's gesehen. Ich muss jetzt so leise, sonst ist dann wieder einen kranken Hit, womit ich nicht ausweichen kann. Okay, hat mich nicht getroffen, sehr gut. Auge, letzte Auge. Da, ich seh's. Am Bauch oder so, das glaube ich, das. Glaube ich, kann das. Da ist auch noch eins am Schwanz. Nachladen. Also am Schwanz und am Bauch ist noch irgendwie ein Auge. Okay, am Schwanz ist weg. Aber es fehlt nur noch der Bauch. Okay, holy shit, was geht hier ab? Mit verbacken Wasser. Jetzt muss ich irgendwie hochgehen, damit ich am Bauch die noch treffen kann. Da, habt ihr es gesehen? Oh, war das letzte? Irgendwie nicht. Noch eins am Bauch oder so? Da! Okay, unter dem Schwanz. Ganz unten ist noch ein verficktes Auge. Gott, ey, hier so Augen suchen, gedönt. Da. Wo denn jetzt noch? Wo sollte ich jetzt noch treffen, Junge? Oh, jetzt ist er weg. Jetzt ist er in dem nicht vorhandenen Wasser untergetaucht. Jetzt kommt er voll. Jetzt liegt jetzt. Nee, oder? What? Holy shit, Imba-Hit in die Fresse. Geh weg! Gott sei Dank nicht getroffen. Nein, ich will dich töten, nicht lecken. Immer noch, Junge. Ich glaube, ich hab ihn! Holy shit! Hab ich ihn? Jetzt habe ich alles gesehen. Ich habe ihn gekillt. Alter. Mit diesem scheiß Wasser, was nicht da ist. Ich kann durch den Boden gucken, sehen die ganzen Texturen. Habe ich es gepackt, Leute. Das war krass. Das war definitiv sehr krass. Wo muss ich jetzt Ethan, hin? Ach da. Hier lang. Nutz das Serum an ihm. Du willst, dass ich ihn heile? Das fühlt sich nach gut an. Geht's dir gut? Ja. Komm schon, Mia wartet auf uns. Ich meine, ich habe ja alles alleine gemacht. Na klar, geht's mir gut. Ja, ein Serum weniger. Geil. Wir sind drei Personen. Toll. Und kein extra Loot oder so? Aber ich muss das... Okay, easy. Wo war das Problem? Ich muss da eins verwenden. Jetzt ist nur eins übrig. Es ist nur noch eins übrig? Es kann doch nicht nur eins übrig sein. Was zur Hölle machen wir jetzt? Muss ich mich jetzt entscheiden? Leute, ich muss mich entscheiden. Ich? So, muss mal kurz abwägen. Wer ist denn geiler von den beiden? Also, sie ist natürlich schon hot mit ihren kurzen Haaren. Nein, natürlich Mia, oder nicht? Ich meine, es sind tatsächlich beide unschuldig, aber das ist meine Frau. Ich mache den ganzen Scheiß nur für sie. Alles. Obwohl, ohne sie will ich das gar nicht schaffen, ne? Dann wäre ich auch schon lange tot, aber trotzdem mache ich den ganzen Scheiß nur für sie. Sorry. Ist okay. Ich war dumm zu denken, ich könnte fliehen.
Aber Zoe, geht! Geht schon, ihr beiden! Komm mit uns. Es gibt sicher jemanden, der helfen kann. Hier ist mein Zuhause. Offenbar gehöre ich hierhin. Ich werde Hilfe schicken. Brauchst du nicht. Es wird niemand zum Helfen mehr hier sein. Vielen Dank. Wen hätte ich denn sonst wählen sollen? Mia, ich weiß, du hast viel durchgemacht. Wir müssen reden. Du hattest was damit zu tun, nicht wahr? Sieh doch, ich will nur die Wahrheit wissen. Ethan, ich erinnere mich wirklich nicht. Versuch's. Ist das das Boot? Wie ist das nur hierher gelangt? Oh, du bist in Ordnung. Was zur Hölle war das? Was zum Teufel? Was ist das? Was ist das? Lebt der Daddy immer noch? Was? Das? Was war das? Mami. Hier lang. Wie? Ethan? Jetzt spiele ich sie? Jetzt spiele ich Mia? Krass. Auf jeden Fall krass, Leute. Das war's von diesem Part. Wenn ihr wisst, wie es weitergeht, schaut beim nächsten Mal wieder rein. Seid ein Haufen super nicer Boys and Girls. Däubchen werden Träubchen. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen und tschüssi.